Liebe Gemeinde, es gehört traditionell zu den großen Ereignissen im Leben, wenn man als Familie sesshaft wird und ein Haus baut. Viele bei uns in der Gemeinde sind gerade damit beschäftigt, ein Haus zu bauen oder irgendwo zu helfen, wo gerade gebaut wird. Und wer sich einmal daran begeben hat, der weiß, wie viel dabei zu beachten ist. Als vor einigen tausend Jahren die Menschen anfingen, Häuser zu bauen, benutzten sie in der Regel Materialien, die sie frei in der Natur fanden. Und die allerersten Häuser waren vergleichsweise einfach gebaut. Und nur nicht wenige stürzten direkt oder nach kurzer Zeit wieder ein. Und ich brauche, glaube ich, keine Umfrage zu machen, um zu wissen, dass niemand in einem Haus leben möchte, von dem er weiß, dass es einstürzen könnte. Und um genau dieses Einstürzen zu verhindern, lernten die Menschen schnell, dass es dazu drei Dinge braucht. Erstens ein solides Fundament, zweitens brauchbares Material und drittens eine solide, gute Konstruktion. Und daran hat sich über den Laufe der Jahre bis heute nichts geändert. Und niemand bekommt in die Wiege gelegt, diese drei Dinge zu erfüllen. Und wenn wir dann jetzt mal uns daran begeben, ein Haus zu bauen, dann suchen wir Experten auf, die eine genaue Anleitung erstellen, wie das Haus nun gebaut werden soll. Auch die Gemeinde wird als Haus Gottes bezeichnet und folgt diesen Prinzipien. Die Gemeinde wird von Gott gebaut. Aber um genau das zu gewährleisten, nämlich dass Gott die Gemeinde baut und nicht wir selbst, muss man sich fragen, ob man dem Plan Gottes auch folgt. Und allzu schnell kommen eigene Ideen dazu und gut gemeinte Dinge zum Gemeindeleben. Und dafür werden dann andere weggelassen. Es ist also Zeit für eine Standortbestimmung. Und um diese Standortbestimmung zu machen, machen wir heute eine Reise wieder mal in die Vergangenheit. Und ich nehme euch nun heute mit in die Zeit der allerersten Gemeinden, die wir uns zum Vorbild nehmen wollen. Dabei möchte ich nicht allgemein und abstrakt bleiben, sondern jeden Einzelnen in die Pflicht nehmen. Ich möchte euch zeigen und vertiefen, dass es im Gemeindebau keine Zuschauer gibt. Es gibt keine Konsumenten, denn jeder hat seine Aufgaben. Wir lesen also zunächst Apostelgeschichte 2 ab Vers 37. Wir fangen also genau da an, wo Gott angefangen hat, seine Gemeinde zu bauen. Ich lese Apostelgeschichte 2 ab Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, berufen wird. Und auch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie und unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten aber Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Ihr Lieben, ich hätte eigentlich ab Vers 1 lesen sollen. Dort steht, wie die Gemeinde entsteht und die 12 Apostel mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Die Verwunderung der Umstehenden nutzt Petrus nun aus, um vor einer großen Menge die allererste Predigt zu halten. Dabei tut er vor allen Dingen zwei Dinge. Erstens, er erklärt den Zuhörern, wer Jesus Christus ist. Der Sohn Gottes, der auf die Welt kam, um für unsere Sünden zu sterben und wieder aufzuerstehen, um uns mit Gott zu versöhnen. Und zweitens, er konfrontiert sie mit ihrer Sünde. Wenn wir jetzt mal schauen, Johannes der Täufer ging gleichermaßen vor, als er Jesus den Weg bereitete. Denn Jesus Christus ist das Fundament der Gemeinde. Ich möchte es hier nur erwähnen, aber eigentlich könnte es eine eigene Predigt sein, wo Jesus Christus und letztendlich auch das Evangelium nicht das Fundament und der Bauplan der Gemeinde ist, kann man nicht von Gemeinde sprechen. Eine Gemeinde kann in Schieflage geraten, in allerlei Aspekten, und die kann Gott dann korrigieren. Aber dort, wo Jesus Christus nicht das Fundament bildet, da hört Gottes Gemeinde auf. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und nicht ein Weg, eine Wahrheit und ein mögliches Leben von vielen.
Zusammengefasst noch einmal gesagt, Jesus Christus ist das Fundament der Gemeinde. Und auch der zweite Teil ist essentiell. Das Evangelium ist der Bauplan der Gemeinde. Es geht also letzten Endes um unsere Beziehung zu Gott. Und diese ist durch Sünde gestört. Und das Evangelium ist der Plan, womit diese gestörte Beziehung wieder in Ordnung kommen kann. Wir müssen wissen, eine einzige Sünde trennt uns von Gott. Und Petrus macht das hier sehr richtig. Er spricht die Sünde an, die die Menschen in ihrem Herzen trifft. Ich meine, die Leute, die haben sicherlich sehr, sehr viel gesündigt. Aber er spricht die Sünde an, die die Menschen im Herzen trifft. Und dazu gehörte damals Mut, denn wir wissen aus der Schrift, dass die Israeliten sicherlich nicht zimperlich mit denen umgehen, die ihnen quer kamen. So wurden viele von ihnen dann einfach gesteinigt, aber hier nicht. Hier lesen wir im Text, dass die Menschen im Herzen berührt wurden und dass sie richtigerweise fragten, was sie denn nun tun sollten. Und auch hier können wir uns als Gottes Werkzeuge gebrauchen lassen, wenn wir Gemeinde bauen. Fangen wir also ein evangelistisches Gespräch nicht mit der Frage an, wollt ihr in den Himmel? Und lass uns auch nicht den Menschen sagen, dass Gott sie liebt und er einen wundervollen Plan für ihr Leben hat. Denn das kennen die Leute alle schon. Sie lieben sich auch selbst und sie haben auch einen wundervollen Plan für ihr Leben. Nein, das Wichtigste und der erste Schritt ist die Sündenerkenntnis. Jeder Mensch, der zurück zu Gott findet, hat zunächst erkannt, dass er ein Sünder ist. Und dabei können bzw. dabei sollen wir den Menschen helfen. Das könnte man heute zum Beispiel ansprechen. Da fällt mir zum Beispiel ein, Lüge. Denn die allermeisten Menschen, die haben schon mal gelogen. Dass eine einzige Lüge sie aber in die Hölle bringt, wird die meisten Menschen in ihrem Herzen treffen. Oder was ist mit Diebstahl? Die wenigsten haben offen schon mal gestohlen, sind einfach in den Laden gegangen und haben da was mitgehen lassen. Aber wenn jemand in der Steuererklärung schon mal geflunkert hat oder bei der Arbeit seine Arbeitskraft nicht vollständig seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hat und stattdessen einfach irgendwas anderes gemacht hat oder beispielsweise wenn jemand zum Nachbarn gegangen ist und Werkzeug geborgt hat und es nicht zurückgebracht hat, dann ist das in Gottes Augen Diebstahl. Dann fällt mir noch ein Ehebruch. Das ist zugegeben ein äußerst männliches Thema, aber ich kann euch beruhigen, auch Männer müssen gerettet werden. Und vor Gott gilt nicht nur, wer Unzucht begeht, also außerehelichen Verkehr hat, ist ein Sünder, sondern auch der, der eine Frau, die nicht seine eigene ist, mit lustvollen Gedanken ansieht. Und der ist in Augen Gottes ein Ehebrecher. Und all diese Themen, die die Menschen tagtäglich tun, haben zum Zweck, um die Menschen vor eine Entscheidung zu führen. Genau vor die Entscheidung, wo Petrus jetzt die Gemeinde, die Israeliten auch geführt hat. Und diese Entscheidung lautet: Glaube ich, dass Gottes Wort die Wahrheit spricht, wenn darin steht, dass Gott jeden Sünder richten wird, der nicht an seinen Sohn als Herrn und Retter glaubt? Verstehe ich, dass der Weg der Menschen, egal wie moralisch gut er ist, der Weg in die Hölle ist? Also wie gesagt, die Israeliten, die Predigt von Petrus gehört haben, die mussten sich genau diese Frage beantworten. Und hier steht, dass etwa 3000 diese positiv für sich beantwortet haben. Sie haben gesagt, das ist die Wahrheit, die Petrus dort spricht. Es steht ja dort leider nicht, wie viele ohne Buße nach Hause gegangen sind. Aber wichtig ist, dass Petrus sich hier als Werkzeug gebrauchen ließ und der Geist Gottes wirkte. Also hier in dem Kapitel 2 in der Apostelgeschichte haben wir das Fundament des Hauses Gottes, das ist Jesus Christus, und auch den Plan für den Bau des Hauses Gottes. Und das ist das Evangelium. Was fehlt jetzt noch? Es fehlen noch die Materialien. Ein Haus wird aus Steinen gebaut. Und genau dieses Bild verwendet die Bibel, beispielsweise in 1. Petrus 2, Vers 5. Also heute möchte ich das Augenmerk darauf lenken, schwerpunktmäßig, wie die Steine in Gottes Haus geformt werden. Gottes Haus soll aus solidem Material bestehen, auch in unserer heutigen Zeit. Und dazu müssen Steine geformt werden. Bei unseren Häusern, da kaufen wir fertig geformte Steine, wenn wir unser Haus bauen. Aber Gott setzt uns zunächst in sein Haus ein und baut uns dann. Insofern unterscheidet sich das Ganze. In Römer 8, Vers 29 heißt es, dass Gott uns in das Ebenbild Jesu Christi umgestalten will. Und das geschieht auf vielfältige Art und Weise. Aber eine der wichtigsten Elemente dabei ist eine Gemeinde, die Gottes Plan verfolgt. Und ich sage mal, die Gemeinde ist damit eins von zwei Werkzeugen, beziehungsweise die Werkstatt, die Gott zum Formen eines jenes Einzelnen gebrauchen möchte. Das andere Werkzeug ist die persönliche stille Zeit und das Gebet. Aber wir wollen uns heute auf Gottes Werkstatt, also die Gemeinde, konzentrieren und hineinschauen, wie dort gearbeitet werden soll. Auch diese erste Gemeinde war so ein Ort. Und jede Gemeinde muss sich daran messen lassen, ob ihre Schwerpunkte und Aktivitäten zu dem Zweck
Gottes Baumaterial zu formen zuträglich ist. Also ob sie das tut, was Gott sagt, um Baumaterial für Gottes Haus zu formen. Dabei ist Aktivität ein gutes Stichwort. Schauen wir doch nochmal genau hin, was die erste Gemeinde in den ersten Tagen ihres Bestehens so gemacht hat. Wir haben in Vers 42 Folgendes gelesen. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also wenn wir jetzt nochmal den Satz auseinandernehmen, dann sehen wir hier vier Aktivitäten, aus denen der Gemeindealltag bestand. Erstens Lehre, zweitens Gemeinschaft, drittens Brotbrechen und viertens Gebet. Und wir wollen jetzt mal genau hinschauen, wie diese Aktivitäten genau aussehen sollten und dabei auch andere Bibelstellen lassen. Wir beginnen mit der Lehre. Welchen Stellenwert hat die Lehre in der Gemeinde? Sie wird nicht umsonst hier zuerst genannt. In Römer 10, Vers 17 steht, mithin kommt der Glaube aus der Verkündigung, also aus der Lehre. Die Predigt aber erfolgt durch Christi Wort. Wenn man mich persönlich fragen würde, dann würde ich sagen, das Gebet sollte an erster Stelle stehen. Aber darüber lässt sich jetzt vortrefflich streiten. Aber wenn man jetzt hier mal diesen Vers in Römer 10, Vers 17 liest, dann steht das nicht aus gutem Grund an erster Stelle. Denn die Lehre ist die Basis dafür, dass Menschen glauben. Wenn ich also in die Gemeinde komme, dann entweder dazu, um zu lehren, also als Prediger, als Veranstaltungsleiter für Kinder, Teenie oder Jugendstunde oder für Männer- oder Frauenkreis, oder auf der anderen Seite, um zu hören. Als Lehrer bin ich dann gefragt, mich intensiv mit Gottes Wort auseinanderzusetzen. Und ich trage dazu entscheidend zu Innenevangelisation in der Gemeinde bei. Aber, und das vergessen viele, als Hörer habe ich eine ebenso aktive Rolle. Ich konsumiere das Gehörte nicht einfach, sondern habe zunächst einmal zwei Aufgaben. Erstens, ich sollte das Gehörte auf mein Leben anwenden, sodass die Leute in meiner Umgebung und insbesondere in der Gemeinde sehen können, wie lebendiger Glaube oder Gottesdienst als Lebensstil aussieht. Und das Zweite ist, ich kann anderen helfen, das Gehörte zu verstehen. Fragen wir doch mal unseren Banknachbarn, was ihm von der gehörten Predigt sitzen geblieben ist oder was ihm wichtig geworden ist. Insbesondere, wenn das unsere Kinder oder Kinder im Jugendalter sind, kann ein Austausch unmittelbar danach helfen, das Gehörte zu vertiefen. Das kann zum Beispiel auch am Mittagstisch erfolgen. Gehen wir auf Neubekehrte zu, wenn wir eine Beziehung zu ihnen haben. Und ein besonderes Augenmerk möchte ich allen Gemeindemitgliedern empfehlen, den Besuchern zu schenken. Insbesondere, wenn es Ungläubige sind. Beten wir doch vor dem Gottesdienst dafür, dass Gott uns den Menschen zeigen will, sollte, mit dem wir uns unterhalten sollen. Und reden wir dann mit den Leuten über die Predigt. Sagen wir zunächst einmal, was uns wichtig geworden ist. Leider sind unsere Predigten heute oft so, dass man sie nur versteht, wenn man wiedergeboren ist und einer evangelikalen Gemeinde angehört. Lasst uns als Lehrer auch lernen, uns in die Lage von anderen Menschen zu versetzen und fragen uns erstmal, wo derjenige steht. Das gilt auch für diejenigen, die dann auf solche Leute zugehen. Ihr Lieben, es gibt noch weitere Aspekte in Bezug auf die Lehrer, aber diese möchte ich im Zusammenhang mit der nächsten Bibelstelle und der nächsten Aufgabe der Gemeinde weitergeben. Also erstens, wir haben eine aktive Rolle in der Lehre. Das zweite ist Gemeinschaft. Ich möchte noch einmal kurz mit der Vorstellung aufräumen, die sich dummerweise etwas festgesetzt hat. Insbesondere bei den Geschwistern, die vorne hier stehen und die Veranstaltungen moderieren. Schon oft habe ich am Schluss der Veranstaltung den Satz gehört, der Gottesdienst ist hiermit beendet. In der letzten Predigt zum Korintherbrief habe ich schon angesprochen, dass gemäß Römer 12, Vers 2 der lebendige Gottesdienst unser Leben ist, wenn es sich nach Gottes Geboten richtet. Der Gottesdienst sollte also beständig in unserem Leben sichtbar sein. Und das, was wir hier eigentlich haben, das sind Versammlungen. Oder wie es hier im Text steht, Gemeinschaften. Und Gemeinschaften sind immer dort, wo mindestens zwei oder drei im Namen Jesu versammelt sind. Und hier und heute sind es hoffentlich, wenn ihr auch bei euch in den Häusern heute seid, etliche mehr. Wir möchten nun die Versammlung bzw. Gemeinschaften in der Gemeinde näher beleuchten. Wir finden dazu einige Anweisungen in 1. Korinther 14, Abvers 26. Und ich werde diesen Abschnitt jetzt aufgrund der Länge nicht lesen. Und vermutlich wird ja dieser Abschnitt auch am Anfang des nächsten Jahres nochmal genau ausgelegt. Aber ich möchte die Erkenntnisse, die zum heutigen Thema passen, dennoch aufgreifen. Die erste Erkenntnis ist es, dass Gott ein Gott der Ordnung ist. Und das soll auch die Gemeinde reflektieren. Deswegen sollen unsere Versammlungen keine wilden Partys und auch keine Chaosveranstaltungen werden, sondern einen geordneten feierlichen Rahmen haben, der auch geheiligt ist. Wir nehmen uns ganz bewusst Zeit, um Gemeinschaft miteinander und vor allen Dingen mit Gott zu haben.
Wenn wir uns bewusst Zeit nehmen, dann hat Ablenkung keinen Platz. Fragen wir uns doch selbst einmal, gibt es Dinge, die uns von der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus ablenken? Sind es störende Gedanken, die ich mich nicht loslassen kann? Oder ist es vielleicht eine private Unterhaltung, die ich nach der Gebetszeit mit jemandem aus der Gemeinde habe und die nicht warten kann, während die Veranstaltung eigentlich schon begonnen hat? Oder was heute sehr, sehr weit verbreitet ist, ist das Smartphone, was ich während des Gottesdienstes raushole, wo ich nochmal drauf gucke, irgendwelche Nachrichten checke, was aber eine so große Anziehung auf mich ausübt, dass ich abgelenkt bin. Wenn eine Vermeldung kommt, folge ich ihr dann aufmerksam und beachte das, was gesagt wird. Ihr Lieben, die Gemeinde versucht Strukturen zu schaffen mit ihren Räumlichkeiten, mit der Vorbereitung auf den Gottesdienst, um einen ordentlichen Gottesdienst zu machen. Fragen wir uns doch mal selbst, was wir zu dieser Ordnung beitragen können und wo wir selbst hinderlich sind. Und lass uns dafür sorgen, dass wir dass Ordnung auch während der Veranstaltung herrscht. Dann sagt diese Bibelstelle auch, dass die Predigt, hier das prophetische Reden, aber das ist letzten Endes synonym zu sehen, dass die der Gemeinde viel nützt, viel mehr als Zungenreden. Inhaltlich kann das dann, wie gesagt, ausgelegt werden, wenn wir zu dem Thema kommen. Wir sind aber eben schon auf die Lehre eingegangen. Aber es gibt hier noch einen interessanten Aspekt, den ich hier nochmal nennen will. Und nämlich dass der Gemeinde bei einer Predigt auch eine aktive Rolle zukommt. Ihr Lieben, Predigten werden in der Regel gut vorbereitet. Jedenfalls hoffe ich das. Trotzdem sind Prediger nicht frei von Irrtum. Es ist aber nicht unsere Aufgabe als Gemeinde, die rhetorischen Fähigkeiten eines Predigers zu bewerten oder ob er didaktisch nach den neuesten Erkenntnissen vorgeht. Aber es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, anhand der Schrift zu prüfen, ob das, was der Prediger sagt, wirklich Gottes Ratschluss ist. Lass uns auch heute die Zeit nach dem Gottesdienst einmal dazu nutzen, uns über die Predigt auszutauschen, bevor wir über Alltägliches oder Persönliches reden. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir binnen Sekunden wieder in unserem persönlichen Alltag abgetaucht sind, anstatt was Gott für uns bereitgehalten, wirklich auf uns wirken zu lassen. Die Predigt stammt auf Gottes Wort und Gottes Wort ist unsere Nahrung. Wenn wir essen, dann nehmen wir uns Zeit zum Kauen und der Körper übernimmt dann die Verdauung. Würde das nicht passieren, dann wäre uns die Nahrung zu nichts nutze. Der Körper könnte sie nicht verwerten. Kann es sein, dass wir unsere aktive Rolle bei der Predigt vergessen? Denn hier geschieht die Verdauung nicht automatisch, sondern hier sind wir selbst gefragt, indem wir darüber nachdenken und uns dazu austauschen. Ich möchte auch nochmal empfehlen, dem Prediger Rückmeldung zu geben. Es geht damit nicht um Lobhudelei und garantiert um keinen Personenkult. Kein Prediger sollte erwarten und darf erwarten, dass sie von der Gemeinde hochgelobt werden. Prediger sind nicht die Stars der Gemeinde. Es gibt nur einen Star und das ist Jesus Christus. Aber gebt dem Prediger selbst wieder, was ihr verstanden habt und was ihr für euch mitgenommen habt und was euch beschäftigt und vor allen Dingen, wo ihr noch Fragen habt. Ich persönlich frage mich nach jeder Predigt, war das jetzt nur nützlich für mich, weil ich mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe? Oder war es auch nützlich für die Gemeinde? Ihr Lieben, sorgen wir doch als Hörer aktiv dafür, dass Gottes Wort lebendig wird in unseren Reihen. Ich persönlich finde den Austausch zu einem Thema oftmals wirklich erbaulich. Und ihr Lieben, beim Männerkreis stellen wir immer wieder fest, dass ein einzelner Vers aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet uns locker eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde beschäftigen kann. Zuletzt haben wir eine Bibelbetrachtung über der Älteste gemacht und vier Brüder aus der Gemeinde haben sich über die ersten Verse aus Psalm 23 beschäftigt und sie hätten damit locker den ganzen Abend verbringen können. Ihr Lieben, Gottes Wort ist so reichhaltig, aber nur selten kommt jemand nach der Predigt und fügt noch weitere Gedanken zu dem Gehörten hinzu. Lass uns diese Schätze nicht unnütz liegen lassen. Wir müssen verstehen, dass nicht jede Predigt wirklich erschöpfend ist, was das behandelte Thema betrifft. So manch einer hat sich ebenso intensiv beschäftigt mit dem Thema wie der Prediger und weiß noch den ein oder anderen guten Gedanken dazu beizutragen. Was hält uns eigentlich davon ab, diese guten Gedanken mit der Gemeinde zu teilen? Und hier möchte ich auch mal unsere WhatsApp-Gruppe ins Spiel bringen. Ich würde mich freuen, wenn jemand zu einer Predigt noch einen weiterführenden Gedanken mit uns teilen würde. Ich komme auf die WhatsApp-Gruppe gleich nochmal zurück. Und möchte aber vorher noch auf einen sehr, sehr interessanten Punkt zu sprechen kommen, also bei dieser Spielbestellung in 1. Korinther 14. Denn in Vers 26 lesen wir,
Was folgt daraus, ihr Brüder? So oft ihr euch versammelt, hat jeder von euch etwas in Bereitschaft. Ein geistliches Lied, einen belehrenden Vortrag, eine Offenbarung oder eine Zungenrede, eine Auslegung derselben. Das alles lasst zur Erbauung der Gemeinde dienen. Ich bekomme immer wieder mit, dass im Korintherbrief unterstellt wird, kulturell bedingte Anweisungen zu enthalten, die also nur für die Korinther gelten. Dazu gehört neben der Kopfbedeckung eben auch dieser Vers. Dem können wir also entgegenhalten, dass der gleiche Abschnitt oftmals ganz sicher an die ganze Gemeinde adressiert wird. Es gibt im Neuen Testament bei solchen Geboten keine kulturellen Aspekte. Insbesondere müssen wir hier uns allerdings aufwecken lassen. Ich habe in den anderen Punkten schon einfließen lassen, dass jeder in der Versammlung eine aktive Rolle übernehmen soll. Allerdings ist es nirgendwo so explizit angesprochen wie in diesem Bibelabschnitt, den wir jetzt gerade behandeln. Gott möchte keine Konsumenten im Gottesdienst. Wir sind es nicht gewohnt, die Versammlung aktiv mitzugestalten, wenn wir nicht eingeplant sind. Aber wir lassen hier einen ganz wesentlichen Teil der Gemeinschaft links liegen. Insbesondere bleibt dabei auch das geistliche Potenzial der Gemeinde teilweise brach liegen. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, aber da sind Prediger, die können so gut reden und ich kann das nicht so gut. Aber wir haben schon oft von guten Predigern gehört, dass sie früher Panik davor hatten, vor einer großen Versammlung zu sprechen. Gerade solche Menschen möchte Gott aber gebrauchen, dass sie sich nichts auf ihrer Redekunst einbilden. Auch wenn du hier heute in den Reihen sitzt oder zu Hause jetzt auf dem Sofa sitzt und hier zuhörst und dir sagst, du kannst nicht gut reden oder dich nicht traust, dann merke, du bist in guter Gesellschaft. Mose bekam Panik von Gott, Panik, als Gott ihn als Führer des Volkes Israels nutzen wollte, weil er nicht gut reden konnte. Dennoch gebrauchte Gott ihn und Aaron für seinen Dienst. Ich muss zugeben, ich habe während meiner Schulzeit bei schriftlichen Referaten und Facharbeiten regelmäßig Einsen abgeräumt, weil ich schon immer sehr gut schreiben konnte. Aber beim mündlichen Vortrag war ich echt froh, wenn ich mit einer 4 durchgekommen bin. Und auch heute noch, wenn ich vorne zur Kanzel gehe, dann bekomme ich weiche Knie, weil ich einfach so nervös dabei werde. Lassen wir uns davon nicht beirren. Gott kann uns gebrauchen und unsere Stimme und unsere Gedanken fest werden lassen. Wir hatten auf der Gemeindeversammlung schon angekündigt, dass wir beim Abendmahl freie Beiträge fördern wollen, anstatt der üblichen Einladung. Und ihr Lieben, das ist wirklich ein sehr guter Anfang. Ich möchte an der Stelle aber noch einen ganzen Schritt weitergehen. Lasst uns mal an einen ganz besonderen Gottesdienst erinnern. Und ich rede jetzt von unserer ersten Online-Veranstaltung, in der Corona-Zeit, als wir unsere erste Online-Predigt hatten. Da hatten wir die Gemeinde dazu aufgerufen, selbstfreie Beiträge in unsere WhatsApp-Gruppe zu stellen. Und ich weiß, dass einige von euch zu Tränen gerührt waren, als sie diese ganzen Beiträge gesehen haben. Und wir haben so viele Talente in der Gemeinde gesehen. Und viele fassten allein dadurch neuen Mut in Zeiten der Isolierung. Und die Isolierung scheint wieder auf uns zuzukommen. Lasst es uns doch angewöhnen, unser geistliches Leben miteinander zu teilen. Und an dieser Stelle möchte ich einmal ganz praktisch werden. Lasst uns unsere WhatsApp-Gruppe dazu nutzen, um in der Adventszeit, also ab dem 1.12., uns täglich mit Beiträgen zueinander auszutauschen. Einfach um das Ganze mal ein bisschen zu üben. Das können Lieder mit der Familie sein, das können vorgelesene Andachten sein, das kann ein Gedanke zu einer Bibelstelle sein, der mir bei der stillen Zeit wichtig geworden ist. Oder das kann auch ein Zeugnis sein, über das, was wir mit Gott in der jüngsten Vergangenheit erlebt haben. Eine Gebetserhörung, eine Bewahrung oder besonders Gottes Führung. Nehmt doch bis zu der Zeit mal als Familie mit ins Gebet, wie wir der Gemeinde gemeinsam dienen können, wie wir die Gemeinde, in die Gott uns gestellt hat, wie wir diese erbauen und ermutigen können. Lasst uns kreativ werden. Also nochmal, während der Adventszeit möchte ich jeden in der Gemeinde, und damit meine ich auch die Jugend und die Teenies, ja auch die Kinder, dazu aufrufen, freie Beiträge in die WhatsApp-Gruppe zu stellen. Und nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag. Nehmen wir uns als Familie vor, wer das Ganze noch konkreter braucht, pro Adventswoche einen Beitrag zu schicken. Das heißt, jede Familie 4 Beiträge. Und lasst uns bitte nicht darauf warten, dass andere kommen. Es wird sicherlich kein Problem sein, wenn es an einem Tag mehr ist und an einem anderen Tag weniger. Es wird dennoch erbaulich sein. Wir haben jetzt gerade gesehen, Gemeinschaft in Gottes Sinne ist aktiv. Lasst uns bitte davon abrücken, sonntags in die Gemeinde zu kommen und das Programm zu konsumieren. Lasst euch dazu ermutigen, alle Trägheit abzulegen und lasst uns aktiv werden.
Wer das in der Gemeinde schafft, der wird es auch im sonstigen Glaubensleben hinbekommen. Wer das Konsumentendenken in der Gemeinde ablegt, der schafft es auch im Alltag. Oftmals fragen wir uns, wie wir uns über den Glauben, wie wir über den Glauben reden sollten mit Ungläubigen. Ich bin mir sicher, wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, in der Gemeinde unter Gleichgesinnten unsere Gedanken zu teilen, dann überträgt sich das auch auf unsere Gewohnheit im Alltag. Also wir haben jetzt gerade angeschaut, wir haben die ersten Gemeinden es mit der Lehre gehalten. Wir haben uns jetzt gerade angeschaut, wie Gemeinschaft nach Gottes Plan aussieht. Und die dritte Aktivität der ersten Gemeinde war das Brotbrechen. Und die Bibelstelle hierzu finden wir in Lukas 22 ab Vers 15 bis 20. Lukas 22 ab Vers 15 bis 20. Und auch hier dringend möchte ich drei Dinge hervorheben, über die wir in Bezug auf unsere Gemeindeveranstaltung nachdenken können. Das erste ist, dass Jesus hier sagt, dass es ihn herzlich verlangt hat, dieses Mahl mit seinen Jüngern zu feiern. Es ist die Einsetzung einer besonderen Mahlzeit. Sind wir uns so darüber im Klaren, dass wir beim Abendmahl eine ganz besonders innige Gemeinschaft mit unserem Herrn und Retter Jesus Christus haben? Und dann sollten wir uns doch mal fragen, mit welcher Herzenseinstellung nehmen wir am Abendmahl teil? Ist es uns auch ein herzliches Verlangen, sodass wir es auf keinen Fall verpassen wollen? Oder ist es nur ein weiterer Programmpunkt in unserem Gemeindeleben, den wir gerade dann mitnehmen, wenn es gerade passt? Ich überspitze gerade ein bisschen, ja, aber ihr versteht, lasst uns einmal erfragen, wie unsere Herzenshaltung dazu ist. Es ist erbaulich für die Geschwister, wenn wir das Abendmahl möglichst vollzählig miteinander feiern. Wir erinnern uns Weihnachten an die Geburt Jesu. Und diese Feier, das Weihnachtsfest, ist ein echter Exportschlager weltweit geworden, auch für Leute, die mit dem Christentum nichts zu tun haben. Und auch wir Christen müssen sehen, dass wir die Geburt Christi ganz besonders feiern. Aber ich frage mich seit der Vorbereitung auf die Predigt, ob diese Tradition gegenüber dem offiziell eingesetzten Abendmahl nicht eine Fehlentwicklung ist. Statt einem großen Fest, bei dem wir uns darüber freuen, dass es Christus herzlich verlangt, mit uns Gemeinschaft zu haben, bringen wir diese halbe Stunde gewohnheitsmäßig hinter uns. Ich möchte an der Stelle nicht an unserer Weihnachtstradition rütteln, aber an unserer Tradition, das Abendmahl so beiläufig zu sehen. Also erstens die herzliche und innige Gemeinschaft mit Jesus Christus. Der zweite Punkt besteht im Wesentlichen daran, dass Jesus hier klar sagt, dass wir dieses Mal zu seinem Gedächtnis halten sollen. Woran sollen wir uns erinnern? Wir sollen uns daran erinnern, was Jesus Christus für uns vollbracht hat. Er hat die Kluft zwischen Gott und den Menschen überwunden. Wenn wir bei der Bank einen Kredit aufnehmen, dann erinnern uns die Abbuchungen jeden Monat daran, dass wir der Bank noch Geld schulden. Wir werden es nicht vergessen und sorgen dafür, dass unser Konto ausreichend Deckung aufweist. Aber verglichen mit dem Opfer Jesu Christi ist das völlig bedeutungslos. Unser Gehorsam gehört uns nicht immer. Und irgendwann wird es verkauft oder wir verlassen es für immer, weil wir diese Welt verlassen. Also wir sehen daran, das Abendmahl ist so ungleich wichtiger. Denn Jesu Kreuzestod muss für uns täglich eine Bedeutung haben. Ansonsten übernehmen andere Dinge in unser Leben diesen wichtigen Platz in unserem Herzen. Deswegen müssen wir uns an Jesu Opfer für uns erinnern. Und wir sollten uns auf das Abendmahl entsprechend vorbereiten und immer wieder darüber nachdenken, was es für uns persönlich bedeutet. Auch was wir mit Gott erlebt haben und wie Gott uns im letzten Zeitraum geführt hat, kann man sich dabei immer wieder in Erinnerung rufen. Wie bereits oben erwähnt, möchten wir statt der Einladung zum Abendmahl zukünftig freie Beiträge hören. Persönliche Zeugnisse zum Glaubensleben und insbesondere zum Abendmahl ermutigen unsere Geschwister. Ich empfehle dazu, jetzt das Handy mal ganz praktisch zu nutzen und in den Tagen davor sich eine Erinnerung zu speichern, damit wir diesen Punkt nicht vernachlässigen und uns entsprechend vorbereiten. So manch einer ist von irdischen Sorgen geleitet und nicht in der Lage, sich richtig auf das Abendmahl einzustimmen. Und der persönliche Beitrag, den wir dann leisten können, wird genau diese Geschwister, die gerade nicht aus ihren dunklen Gedanken rauskommen, immer wieder ermutigen und erbauen. Also zunächst einmal das herzliche Verlangen in der Gemeinschaft, dann das Thema, dass wir uns daran erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat und in welcher Beziehung wir jetzt zu Gott stehen. Und zu guter Letzt baut Jesus Christus in diesen wenigen Versen auch eine Brücke in die Zukunft ein. Viele fragen sich, wie es im Himmel wohl sein wird. Mit Hilfe der Zahlen der Offenbarung kann sich jeder ein mehr oder minder abstraktes Bild einer riesigen goldenen Stadt machen. Aber eine genaue Vorstellung davon bekommen wir nicht. Was wir aber mit Gewissheit sagen können, ist, dass wir im Himmel das Abendmahl mit Jesus feiern werden. Er wird es mit uns persönlich feiern.
Für viele von uns ist der Himmel und die Wiederkunft Christi ein abstraktes Gebilde. Aber das Abendmahl kann uns und soll uns von einem Vorgeschmack davon geben, wie die Gemeinschaft mit all unseren Geschwistern im Himmel sein wird. Und darum ermutige ich jeden von euch auch, auf den Reisen an Gottesdiensten und insbesondere am Abendmahl teilzunehmen. Gehen wir dort auch auf Geschwister zu, die wir nicht kennen, und teilen wir ihnen mit, was uns das Abendmahl bedeutet. Das Abendmahl verbindet uns miteinander und wir dürfen und sollen uns darauf freuen, im Himmel alle miteinander vereint zu sein. Also wir hatten Lehre, wir hatten Gemeinschaft, wir hatten Abendmahl und zu guter Letzt kommt das Gebet. Und ich habe am Anfang etwas irreführend damit begonnen zu sagen, dass mit der Lehre das Wichtigste zuerst steht. Gehe ich einmal rein statistisch vor, so gibt es je nach Bibel, je nach Übersetzungen 5 Dutzend Aufforderungen zu beten. Und jede dieser über 60 Aufforderungen steht im Imperativ. Das heißt, es ist eine Befehlsform. Gott gebietet uns zu beten. Insbesondere beinahe in jedem Brief des Paulus findet sich eine solche Aufforderung als Abschluss oder zu Beginn seiner Briefe. Auch Petrus, Jakobus und Johannes greifen das Thema einmal auf. Schauen wir doch einfach mal hinein. In 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18 steht: Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Oder wie wär's mit Philipper 4, Vers 6 bis 7? Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen und Danksagung vor Gott kund werden. Und dann die Verheißung: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Römer 12, Vers 12, der Römerbrief zitiere ich ja besonders gerne. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal und beharrlich im Gebet. Oder Jakobus 5, Vers 16, wo wir Jakobus gerade eben erwähnt haben. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Denn das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Diese Bibelstellen belegen eindrucksvoll, dass das Gebet einen extrem hohen Stellenwert in Gottes Reich hat und somit auch in unseren Versammlungen haben sollte. Die Apostel wollten von Jesus nicht heilen lernen, sie wollten von ihm nicht lehren lernen, aber sie bettelten ihn förmlich an, dass er sie beten lehrt. Ihnen wurde, als sie Jesus leibhaftig vor ihnen sah, eines klar: Wenn Jesus als Sohn Gottes auf Erden viel und intensiv betete, obwohl er immer noch Gottes Sohn war und die Engel ihm damit untertan, wie viel mehr sollte es uns dann ein Anliegen sein zu beten? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Leuten, zu denen ich geistig aufschaue, ist es oftmals das Gebetleben, das ich bewundert habe und nicht die Bibelkenntnis. Bei manchen merkt man am Gebetsleben an, dass sie ein lebendiges Gebetsleben haben, das für sie so natürlich ist wie das tägliche Anziehen. Die Anfangszeit der Gemeinde, dieser Gemeinde hier, war eine Zeit, die in Bezug auf das Glaubensleben sehr intensiv war. Aber was mir am allermeisten hängen geblieben ist, sind die langen Gebetstreffen. Gebet ist gelebte Abhängigkeit von Gott. Und die Abhängigkeit von Gott zu bekennen, verherrlicht Gott. Denn dabei wird Gott groß gemacht, indem wir zugeben, dass er alles kann und wir gar nichts können. Ihr Lieben, die Gebetstreffen in dieser Gemeinde sind nicht so gut besucht, wie sie sein könnten. Es ist zwar im Vergleich zum Anfang besser geworden, aber im Vergleich zu den anderen Veranstaltungen ist es wirklich spärlich. Aber als besonders tragisch finde ich es, wenn es Geschwister in dieser Gemeinde bei den sonntäglichen Veranstaltungen sich grundsätzlich eher für den Hauptgottesdienst statt der Gebetszeit entscheiden, sofern sie nur eine Veranstaltung besuchen können aus Zeitgründen. Es sollte unbedingt umgekehrt sein. Wenn man also nur eine Veranstaltung besuchen kann, dann bitte die Gebetszeit. Während dieser Gebetszeit greifen wir immer wieder persönliche Gebetsanliegen auf. Aber ihr Lieben, so manch wichtiges persönliches Anliegen schafft es nicht auf die Beamerleinwand, weil es einfach zu persönlich ist. Und das ist oftmals dort, wo Gebet ganz besonders notwendig erscheint. Gehen wir also auf unsere engeren Kontakte in der Gemeinde zu. Fragen wir nach ihren besonderen Gebetsanliegen und lasst uns die damit ins Gebet nehmen. Und da ist jeder in der Gemeinde gefragt. Zudem haben wir auch Dauergebetsanliegen in der Gemeinde. Beten wir für unsere Ältesten, dass sie die Gemeinde so geistig leiten, wie Gott es möchte, dass sie die Schafe und deren Bedürfnisse kennen und genügend Kraft haben für diesen anstrengenden Dienst. Beten wir auch für die Familien der Ältesten, da diese oftmals ihre Ehemänner und Väter entbehren müssen. Und derzeit sind wir auf der Suche nach Ältesten und dieses Gebetsanliegen teilen wir. Allerdings sollten wir diese Suche eher als Dauergebetsanliegen sehen.
das uns auch sehr wichtig wird. Denn Ältestenkandidaten sind Brüder, die Gott besonders befähigt und die entweder geistig sehr schnell wachsen oder die schon sehr reif sind und dabei ein brennendes Herz für die Gemeindemitglieder haben. Und solche Leute brauchen wir immer wieder, nicht nur jetzt, wo wir speziell darum beten. Ich habe eben schon das besondere Verhältnis erwähnt, dass die Gemeinde und damit jeder Einzelne zu dem Prediger haben sollte. Jeder Prediger braucht Gebetsunterstützung, damit die Predigt vom Geist geleitet wird und jedes kritische Thema seelsorgerlich und mit tiefen geistlichen Wahrheit vorgetragen werden kann. Und wie Gerd eben schon gesagt, das ist keine Frage der Rhetorik. Das ist eine Frage von Gottes Gabe, die wir als Gemeinde von Gott herbeibeten können. Und nicht zuletzt, lasst uns für Erweckung in der Gemeinde beten. Mich hat diese Vorbereitung sehr, sehr wachgerüttelt in vielerlei Hinsicht. Aber frag dich doch einmal selbst, wie oft fährst du nach Hause und die Predigt und dessen Inhalt beschäftigen dich nach Verlassen des Gemeindesaals, aber spätestens am nächsten Tag nicht mehr? Ihr Lieben, die Saat geht dann nicht auf. Gemeinsam wachsam zu sein bedeutet, dass das Gehörte einen nicht mehr loslässt und Gottes Willen zu entsprechen unsere Herzensangelegenheiten wird. Lasst uns für diese Erweckung in unserer Gemeinde beten. Ich könnte diese Liste noch endlos fortsetzen. Ihr Lieben, Gebet ist so wichtig und Gott will, dass wir ständig beten in allen Dingen. Und da kommt auf jedes Gemeindemitglied eine Verantwortung zu. Ich möchte jetzt zum Abschluss nochmal zusammenfassen. Wenn wir ehrlich sind, hören die allermeisten bei Predigten zu und sagen allenfalls, ob ihnen das Gehörte gefallen hat. An Veranstaltungen nehmen wir teil, aber eher als Zuschauer. Das Abendmahl ist dabei nur ein Programmpunkt. Und wenn wir beten, dann am ehesten für unsere persönlichen Anliegen oder das, was wir gerade gehört haben. Wir haben aber heute gehört, dass Gott seine Gemeinde baut und Jesus Christus das einzige Fundament ist. Und dass der Bauplan ist das Evangelium der Buße und der Umkehr zu Gott, nicht mehr und nicht weniger. Ohne diese Grundlagen wird niemand in den Himmel kommen, so lehrt es uns die Bibel. Und jedes Gemeindemitglied ist wichtig für die Hauptzutaten, um lebendige Steine in Gottes Wort hinzuzufügen. Eine gute Lehre, geistliche Gemeinschaften, die Erinnerung und Neuausrichtung beim Abendmahl und ein Gebetsleben, das den Namen wirklich verdient und lebendig wird. Ihr Lieben, wer bei der Textlesung gerade am Anfang in Apostelgeschichte 2 genau aufgepasst hat, der merkt, dass ich einen kleinen, aber bedeutenden Nachsatz weggelassen habe. In Apostelgeschichte 2, Vers 47b steht: Der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist auf der einen Seite eine Tatsache und auf der anderen Seite eine Verheißung. Es ist unser Auftrag, die Gemeinde zu bauen. Und wenn wir nochmal das Bild von der Baustelle nehmen, wenn sich darauf jetzt 10 Leute tummeln, dann gibt es nicht 3 Arbeiter und 7 Leute zuschauen und sagen, ob ihnen das Ergebnis gefällt. Es gibt 10 Arbeiter und in unserer Gemeinde sollte es eben so werden. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch beten und jeder von euch darf still im Herrn werden und gerne für sich und für die Gemeinde beten. Lasst uns aktive Gemeindemitglieder sein und nie wieder Gemeindealltag oder Veranstaltungen konsumieren. Herr Jesus, du hast deinen Dienst aktiv begonnen und hast ihn aktiv beendet. Von vorne bis hinten warst du aktiv. Und du hast deine Jünger dazu erzogen, ebenso aktiv zu dienen. Herr, und wir müssen bekennen, Herr, dass wir dieses nicht ernst genommen haben und dass wir vielfach in der Gemeinde einfach nur Zuhörer gewesen sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns vergibst und dass du uns hilfst, jetzt über unser Leben nachzudenken und die verschiedenen Aspekte, die ein lebendiges Gemeindeleben nach deinem Herzen betreffen, dass wir die für uns ernst nehmen und uns fragen, was wir aktiv tun können, um an deinem Reich mitzubauen. Herr, bewirke du das in uns und hilf du uns, dass wir jetzt in der Adventszeit uns vornehmen, unsere Geschwister in der Gemeinde und vielleicht auch unsere Familienmitglieder mit kurzen Botschaften zu ermutigen und zu erbauen. Schenke du uns dabei die Eingebung, was wir unseren Lieben mitteilen sollen. Und sei du mit uns, wenn wir weiter Gemeinde bauen wollen. Herr, wir wollen dich loben und preisen damit. Amen.